der Anschluss von Pignon François. Bin leider jetzt gerade gar nicht da, drum bitte seien Sie so lieb und sprechen Sie gleich nach dem. Ich rufe Sie so bald als möglich zurück. Ich lasse Sie allein, renken Sie ihn wieder ein. Er hat heute Abend ein sehr wichtiges Dinner. Christine! Ein Dinner für Spinner oder Trottel, Ärsche, wie er sagt, wo jeder einen Arsch anschlägt. Christine, bitte! Diese Ärsche wissen selbstverständlich nicht, warum sie eingeladen sind. Und der Spaß besteht darin, sie zum Schwafeln zu bringen, was unglaublich komisch sein soll. Ja, hallo. Ich möchte gerne mit Dr. Archambault sprechen. Ich rufe an im Auftrag von Monsieur Brochamp. Oh, falsche Nummer. Oh, ich bin wohl in der Zeile gesprungen. Das ist aber auch so klein geschrieben hier. Legen Sie schon auf, ist wurscht. Nein, 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 es geht ihm gar nicht gut. Er hat einen Hexenschuss. Ja, ja, er kann sich nicht bewegen. Er liegt am Boden wie ein alter Lappen. Wer reden Sie verdammt nochmal? Ja, Entschuldigung, wer ist denn am Telefon? Ja, dann kann ich es Ihnen ja sagen. Außerdem hat seine Frau ihn gerade verlassen. Ja, ja. Ja, er ist zerstört. Das Herz, das Kreuz, einfach alles. Hört Sie endlich auf! Ich muss aufhören, er ist völlig fertig mit Ihnen. Ja, nein, keine Ursache. Ja, auf Wiederhören. Das war Ihre Schwester. Sind Sie der mit ihm zum Dinner gehen sollte? Das wissen Sie. Hat er von mir erzählt? Selbst wenn nicht, ich hätte Sie erkannt.